Guten Morgen. Oh Gott, meine Stimme ist noch voll so ganz komisch. Aber auf jeden Fall ist es jetzt gerade 5 vor 10 und ich finde, es ist fürs Wochenende eigentlich eine ganz gute Zeit. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wann ihr immer so aufsteht am Wochenende. Und ich möchte jetzt frühstücken und ich dachte mir, ich mache heute mal diese Dinkelpfannkuchen hier von Demeter oder so. Die haben wir, glaube ich, in irgendeinem Naturkostladen oder so gekauft. Auf jeden Fall bin ich sehr, sehr gespannt. Die sind eigentlich total einfach zu machen. Und die mache ich jetzt und bin sehr gespannt, ob sie schmecken. Ich wollte euch nur ganz kurz sagen, oh mein Gott, die sind so lecker. Ich habe jetzt 3 Stück davon gegessen, esse jetzt noch einen und dann bin ich auch mega satt. Also man merkt, dass es Dinkel ist, es macht schneller satt. Aber ansonsten schmeckt es jetzt sehr süß, also nicht herzhaft oder so. Und mich würde auf jeden Fall nochmal interessieren, ob ihr alleine am Wochenende frühstückt oder mit eurer Familie zusammen. Also bei mir ist das eigentlich meist so, dass wir schon zusammen frühstücken, aber manchmal auch nicht, wenn ich später aufstehe. You wanna see and take you where you wanna be. You could be my love, even if the sky is falling down. I know that we'll be safe and sound. We're safe and sound. So, ich gehe jetzt noch spontan zum Sport. Das war eigentlich nicht geplant, aber ich gehe jetzt mit einer Freundin und habe gerade meine Tasche gepackt und wir haben uns gerade spontan dafür entschieden, irgendwie, weil wir doch Lust hatten. Und dann hätte ich mich natürlich nicht schminken müssen. Das wusste ich da aber noch nicht und sonst mache ich das natürlich nicht. Und wenn ich ansonsten nach dem Frühstück und Anziehen und so frei habe am Wochenende, dann mache ich das hier. Ja, das war jetzt meine Morgenroutine am Wochenende. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Ich habe mir wirklich sehr viel Mühe gegeben. Es hat super viele Stunden gedauert, das zu drehen, aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Deswegen würde ich mich auch sehr über positives Feedback freuen. Außerdem würde mich jetzt interessieren, ob ihr Lust habt auf eine Morgenroutine in der Woche. Das heißt also, wenn ich zur Uni gehe oder so, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen oder auch über einen Kommentar mit Morgenroutine vor der Uni oder so. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!